machen heute ein Rank Battle im Duell gegen Lukas. Wer kommt weiter? Und dazu schauen wir auch am Ende, wie eine Meisterrunde mit uns beiden laufen wird. Creator Code? Jo Jonas. Und damit geht es los. Wir haben hier beide einen, ja, etwas älteren Account von uns, den wir für dieses Battle nutzen werden. Wir starten beide einfach mal in Bronze 1. Ja. Und dann bin ich gespannt, wer erstmal höher kommen wird. Und dazu müssen wir erstmal schauen. Ich habe hier einige Brawler auf jeden Fall Power Level 11 schon mal. Mhm. Genau, ich würde sagen, Lukas, ich glaube, bei dir geht auf jeden Fall noch einiges. Geh vielleicht mal in den Shop zuerst mal rein. Ja, gerne. Hast du da noch irgendwas Gutes? LOL. Die 100 Star Drops theoretisch. Ja, okay, let's go, Jonas, würde ich dann sagen. Ja, okay, dann drücken wir die einmal durch, Leute. Ich schneide euch so ein bisschen die Highlights rein, was wir so ziehen werden. Und ja, dann haben wir schon mal so ein bisschen den Account gelevelt. Und dann haben wir ja da schon mal einen soliden Start. Natürlich auch, dass Lukas auch aufholt, weil er... Oha. Oh, und... Alter! Pinata, ey, ich wollte gerade sagen, du hast nämlich ein bisschen Rückstand von denen. Ich kann ja gerade nochmal bei mir schauen. Ja, ich habe halt schon echt viele Brawler Max, zu 12 oder so. Das wird schon ein bisschen besser. Okay, Zwischenstand. Bisher haben wir... Oha, Mythisch, Sekunde. Oh, ich wollte gerade sagen, wir sind einfach nichts gezogen und kriegst du Gas. Pathfinder Gas. Also mal schauen. Also vielleicht kommt noch irgendwas legendär. Okay, okay, okay. Und Star Power. Okay. Meinst, kannst du schon 8-Bit besser spielen, ne? Ja. Und Mythisch direkt noch? Münzen. Oh, lol. Ah, ne, GeForce schon nett, Leute. Und der nächste legendäre Stardrop. Leute, Jonas gerade auf dem Klo. Und alter Octo Search. Ja, ist aber ein geiler Skin. Und der nächste legendäre. Und aha, nochmal ein Bibi-Skin. Zombie-Bibi, let's go. Erstmal, wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, Leute, nehmt natürlich an. Creator-Code JoJonas im Shop. So. Okay, also Lukas hat eh 120.000 Münzen. Also was du dir echt kaufen könntest, wäre zum einen, ich würde sagen, das Credits-Angebot noch damit das Hypercharge-Ding. Ja, okay. Okay, Kauf war erfolgreich. Let's go, Digga. Alter, 4000 Credits. Ja, also Mandy könnte eh ganz cool, gut sein. Du musst ja gleich mal entscheiden, welche Brawler du dann nochmal maxen willst. Oh, und sogar einen legendären direkt. Okay, das Alter. Ist hier gelohnt. Okay, nehm Cordelius. Cordelius. Cordelius für safe. Ja, 100%, ne? Ja, das ist auch Let's go, Alter. So, nochmal einen epischen, mach Larry Lowry, aber kriegst du hier nicht mehr ganz. Das passt. So, das ist der aktuelle Stand. Kauf auf jeden Fall Crow Hypercharge, würde ich dir empfehlen, oder? Crow Hypercharge? Ja, ja, und Lias kannst du auch noch kaufen, bei dem auf jeden Fall. Ja. Da machen wir das jetzt so für ein paar Brawler, dann hat Lukas auf jeden Fall noch ein paar mehr zur Auswahl. Mhm. Okay, zweiter ist Spike. Okay. Ja. Ja, gute Wahl, gute Wahl. Ja, die legendären halt ein bisschen, ne? Ja, ja, ja. Gears hat er, glaube ich, sowieso schon, oder? Aber ja, das ist, ja, das eins eventuell vielleicht. Ja, ja, genau. Wenn euch solche Battles in Browsers gefallen, lasst natürlich unbedingt ein Abo da. Wir gehen weiterhin gut auf die 1 Million Abonnenten dieses Jahr zu und weitere solcher geiler Formate werden auch noch in Zukunft kommen. Vielen Dank. Dann, ja. Ach, Edgar mit Hypercharge auf der Edgar, unteren, ne? 100%. Unteren würde ich dir, ich Edgar? Ich glaube, ich habe Edgar schon. Ich darf nichts machen. Ich habe eh schon einige zur Auswahl. Let's go! Lukas ist ready. Wir sehen hier einmal nochmal, welche Brawler auch ich hier zur Auswahl habe. Also ich habe hier eigentlich einiges und ich würde sagen, das wird interessant. Wer kommt höher in 30 Minuten und was bekommen wir auch aus den Rank Drops? Hoffentlich kriegen wir einige. Mal schauen. Und damit laufen die 30 Minuten. Wer kommt weiter in 30 Minuten? Ich habe Knockout. Was hast du bekommen? Und Hot Zone, Digga. Big Friend Modifikator aber bekommen. Das ist gar nicht geil. Das Problem ist halt jetzt... Ah, der hat Edgar schon genommen. Jetzt müsste eigentlich einer einen Brawler mit viel Leben nehmen. Aber dann kann ich halt nicht carryen, ist halt das Problem. Boah. Was mache ich denn jetzt? Schnell. Ich hab gar keine Ahnung, wen ich hier gerade nehmen soll. Nani, wenigstens, das habe ich Teleport an. Junge, ich habe jetzt einfach Penny genommen, Bro. Echt? Wegen Geschütz, ja. Ich habe gar keinen Plan gehabt gerade. Ich war ein bisschen überfordert wegen Hot Zone. Ja, ich auch. Mein Problem ist, meine Mates haben halt sowas genommen. Was lag's denn da? Ich dachte, das geht. Ja. Meine Mates haben sowas genommen wie Nani, wie Edgar einfach. Ja, ja. Nice. Nee, ich hab aber schon okay. Ja, aber hier ist eigentlich relativ easy, nur das Problem ist, Hot Zone dauert immer sehr lange und man muss ja auch möglichst schnell sein, sag ich mal. Okay, Leute, ich hab's versucht zu fixen. Ich hoffe, es wird jetzt auch funktionieren. Wir werden es die Runde. Aber ich meine, es ist okay. Wir haben schon beide gewonnen. Oh, Hot Zone. Rollball, let's go, sehr gut. Oh, die Map wird aufgerissen. Boah, das ist halt schwierig, was ich auch wählen soll. Torwarttraum. Boah, ich sag ehrlich, ich glaube dadurch, dass es jetzt. Boah, ich glaube dadurch, dass es jetzt wirklich aufgerissen wird. Ich nehme jetzt einfach Edgar. Spike meine ich. Ich habe jetzt echt Buster genommen. Ich glaube, Buster ist aber relativ schlau. Ja, nicht reagiert, das kann nicht sein. Jo. Das ist natürlich ärgerlich, Jonas, ne? Ja, das ist die richtige Zeit. Okay, let's go. Ich habe gar keinen guten Brawler für Hot Zone. Sie hat ja noch einen Werfer genommen. Jetzt kann ich auch noch einen Werfer nehmen.
Oh, hä, lol? Digga, dieser Dog, das ist, glaube ich, ein... Digga, das ist ein Bot, aber der hat trotzdem mein ganzes Team gekillt, Bro. Oh, ich seh's. Oh mein Gott. Spike, gute Wahl auf jeden Fall für Grawl Ball. Ich glaube, ja. Wir müssen jetzt das Haufen nicht mehr schauen. Ich habe Mr. P und so als Gegner. Ja. Oh je. Ja, ah, nice, die beste sehr gut. Auswahl. Es lag nicht bei mir, sehr gut. Oh, okay, sehr gut, ja. Ich habe das Handy auf die Terrasse rausgeworfen für die LTE-Verbindung heute. Ja. Ich habe Triple direkt gemacht. Stark. Okay, ja. Bei mir sieht's auch ganz gut aus. 1-0 schon mal. Sag ehrlich, dass ihr dann auch so ein bisschen drauf ankommt. Digga, solche Bots, die rennen einfach direkt in die Spike-Ult, wie geil. Bei mir verstehen sie wenigstens, dass sie die Zone halten müssen. Also, boah, 2-0 bei dir gewonnen. Das ist es aber halt, du bist schneller. Wie viel Plus hast du? Ich hab nicht hingeschaut. Boah, ich hab einfach direkt weitergedrückt. Ich glaub 200. So, Kopfgeldjagd. Okay. Oha, der hat voll den guten Skin mal direkt, ne? Ja. Wie heißt der? Obergottheit oder so. Ja, oder Platin-Gottheit, ich weiß gar nicht. Ja. Nee, Platin ist, glaube ich, die andere. Ich glaube, das ist schon die Obergottheit. Ah, okay. Wie findest du den neuen Rack-Modus geil? Ja, safe. Also, Spock auf jeden Fall. Bin jetzt auch schon wieder fertig. Boah, 306. Also, ich glaube, wir schaffen beide hoffentlich mindestens 2 Rank-Jobs. Dann hätten wir insgesamt 4. Die Chance, dass jemand einen Skin zieht, ist sogar echt gut da, ne? Ja, auf jeden Fall, ne? Vielleicht würdest du am liebsten noch von diesen Ranked-Skins? Hotzone habe ich. Ich nehme mal... Ja, wobei... Ich nehme Spike. Du weißt, was der Modifikator macht, oder? Zeitgesteuerte Detonation, ja. Der macht so die Map auch. Ne? Richtig. Ja, ich sag ehrlich, Spike ist so ein Allrounder, den kann man vor Anfang vor allem richtig gut spielen überall. Ah, ich wollte gerade sagen. Da sehen das wieder Leute, egal, alles gut. Ein bisschen aggressiver, ich will jetzt auch unbedingt die Runde hier finishen heute. Das passt mich auch, zack, es gibt's gleich, dass ich auch außer verliere. So, zack. Das war schlecht. Oh, hat ein bisschen lange gedauert, aber ihr seht, Mann, ihr habt's gesehen, Mann. Rein und Starspieler, es hätte wirklich schneller gehen müssen. Das Problem ist halt, so leichte Verzögerung halt immer wieder, aber es geht schon bei dir. Bei mir sieht es gar nicht mal so gut aus. Also meine Mates, also der Edgar, der läuft einfach rein und feedet nur die ganze Zeit auch. Ja, das ist natürlich schade, ne? Ja, das ist nicht gut, ey. Oh, aufgerissene Map, das ist wieder eigentlich super für Piper. Nani wird auch gehen. Ich nehme wieder Piper. Ich habe einen Skin für Piper. Ich mache Rückstoß, mache ich an. Dann wird das gut. Aber jetzt ist wieder, also die Runde bei dir ist echt spannend. Das Problem ist natürlich, für dich kostet halt echt viel Zeit. Aber eigentlich liegst du für der Zeit ja eh vorne, ne? Oh, das wird schwierig. Ja. Das ist schon also peinlich, wenn man auf Bronze verliert. Ja, Digga, das ist wegen diesem Edgar von uns. Was soll ich denn da machen? Das ist übelst der Bot, Mann. Edgar ist schon echt ein geiler Pick, die Map. Okay, also wenn ich jetzt gewinne oder wenn auch Lukas gewinnt, sind wir schon ein Game vom ersten Rankstar. Auch da können wir natürlich gerne ein bisschen schauen. Ey, die machen nichts, hallo. Perfekt. Digga, einfach verloren, Bro. Ey, WTF, Mann. Ey, das heißt, jetzt bin ich eigentlich sogar vorne. Weil wenn ich die Runde gewinne, bin ich sogar einen Ticken schneller als du. Das ist ja cool schon mal richtig. Ey, das kannst du dir nicht ausdenken, wie schlecht man sein kann, Mann. Ich nehme jetzt einfach wieder Tick, Digga. Komm, gleich den ersten Rank-Drop jetzt hier. Also ich sag ehrlich, bisher geht so, ne? Boah. Jetzt hab ich ihn getroffen. Nur die Tick-Star-Power wäre jetzt hier eigentlich praktisch gewesen. Ja. Oh, ich hab auch so einen Lost-Edgar leider bekommen. Das ist natürlich jetzt nicht so cool. So, nur noch hier Larry Lorry. Oh, er ist doch safe, ein zweiter Account. Der dodgt mich sogar noch weg hier. Der ist doch niemals. Und ich glaube, ich auch die Runde. Obwohl ich auch echt einen guten. Ah, sehr gut. Richtig guten Mate, glaube ich. Ich muss ihn jetzt absnipen. Also, ich bin gerade ein Knockout. Ja. Sieht ganz gut aus bei mir. Alle Gems liegen da. Ich bin. Nein, schau es dir an. Lol. Es tut so weh, Mann. Oh, ja, ich bin so aggressiv. Ich bin so schlecht, ne? Ja, und. Let's go, Junge. Haben. Meine Kills jetzt sehen am Ende natürlich gut aus, aber das hilft mir dann auch nichts, wenn wir die Runde jetzt verlieren, so. Mann, du musst auf die Ems aimen! Das kann nicht sein, dann wirklich verloren. Aber gut, du hast auch verloren schon. Oh, RIP, Digga. Das war gar nicht so. 6:2. Oh mein Gott, Digga, das ist so ein Time-Waste gewesen. Junge, das ist unfassbar, ey. Oh, jetzt offene Map-Tresor, das ist sehr gut. Ich nehme einfach Cold. Okay, die haben jetzt auch Cold. Let's go. Okay, Win ist am Start. Die sind beide AFK bei mir, meine Mates, perfekt, okay. 100, ja, plus 103, geht's so, bin ich ganz ehrlich. Mythischer Stardrop. Ja. Im Spike. Weil jetzt haben wir schon einen Werfer, Leute. Ich hab instant verloren. Was? Ja, die mich überrannt. Jetzt schon wieder eine neue Runde bei dir. Du bist, glaube ich, wenn du jetzt gewinnst, hast du den Bronze Rank Stardrop, ne, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ja, das ist easy eigentlich. Ja, der Ems ist hier, das nicht. Guck mal hier direkt. Ems ist. Stopp mal, sind beide Ems tot? Stopp mal, wo ist mein Mate denn überhaupt? Ah! Ach, Mann, Digga, ich war der Einzige. Oh, weiß nicht. Ein bisschen bodenloses Game bei mir teilweise, sage ich ehrlich. Okay, einen Game habe ich auch den Rank-Startup. Oh, ich habe noch einen normalen Art-Startup, episch. Ah, ich meine, schon zweimal verloren ist schon ein bisschen peinlich, ne? Das liegt an der schlechten Verbindung. Ja. Delay. Klar, sieht man doch. Ja.
Du bist genau ein Game mit Spawn. Okay, Schnellfeuer, Schnellfeuer. Okay, nice. Bronze 2. Dann nehme ich Nani jetzt, ey. Nehme ich Nani. Und der Ranked Star Drop. 250 Bling. Okay, wir kommen jetzt aber wirklich mit Nani. Mit Nani habe ich schon 6-1 mal gewonnen auf Legendary Niveau. Legendary 2 war, glaube ich, die Runde. Ja, ich weiß nicht, wen ich nehmen soll. Ich nehme jetzt Lu. Zack. Spike wurde schon gepickt. Nice, so, erster Kill. Ja, meine Mates sind auch, glaube ich, diesmal nicht so lost, sehe ich gerade. Das ist sehr gut. Ja, also ja, aktuell ist gut. Bin ich noch vorne scheinbar, ne? Ja, ja, du bist genau ein Game jetzt nach vorne. Na, das ist sehr gut. Ja, nicht genau. Nicht. Boah, der hat einfach schon einen Titel. Zeitlos, okay, das heißt, er hat ein bisschen reingepaid nice. Schon. Nicht gereicht, trotz Damage-Dings. Damage-Boost, das ist krank. Das will ich krank. Sehr gut. Ja, jetzt haben wir 15 Sterne. Ich will jetzt auch den Boss Rank Star direkt am ersten. Oh, let's go. Ey, ich tu das ganze Game hier carryen, Alter. Jetzt, mit der Ult kann ich jeden finishen jetzt. Alter, ich tu das Game so hart carryen. Okay, sehr schöne Runde. 15-0 Starspieler und der erste Boss Rank Star, der Boss 2. Das war schon ein bisschen, ich weiß nicht. Oh, ich krieg voll viele Quests auch nebenbei. Okay, jetzt will ich jetzt einen Skin kriegen, ist geil. Ich habe ein Spieler-Icon bekommen für Piper, so ein Schmetterlings-Icon. Ah, okay. Hä? Ey. Wir haben verloren, Digga. Was ist das denn? Du hast Lu gepickt. Was war das für eine Map? Was war das? Ja, Digga. Ach, Mann. Oh, jetzt Hotzone. Das ist sehr gut. Das Problem war halt, die haben ja... Wir sind gleich auf jetzt. Nee, ich bin vorne jetzt, weil du Minus bekommen hast. 20. Ja, ja, ich habe Minus bekommen. Das ist sehr gut. Das ist echt hart belastend, Mann. Das ist sehr gut, Leute. Ich habe Mac. Das ist, ich nehme jetzt mal hier Edgar. Ich nehme Mac mit HP. Alter. Ja, das ist ein Tweet. Also wenn wir das nicht gewinnen, und Shelly jetzt nicht so der Pick, aber... Digga, das hätte viel, viel besser laufen müssen. Also, es ist echt Schmutz. Und Spiel gegen Hyra, Digga. Boah, Alter, ich hab alle drei gekillt, Junge. Hallo, mach das. Ich keine Mission rein. Let's go, Junge. Dieser gegnerische Bau ist eine Katastrophe für uns gerade. Das ist nicht mehr normal. Das hat geschmeckt, Leute. Großartig. Aber schauen wir mal, ob ich genug Lust dafür auch bekomme. Ist das rausdrehen, ne? Ja, Digga, 100, ey. Jawoll. Boah, ich sag ehrlich, das habe ich schon krass geholt, um wieder Minen reinzusehen. Also, die Minen ignorieren wir mal, die waren ja anders nervend, die Runde, aber gerade, ne? Ich glaube auch. Wenn du einmal jetzt nochmal Minus gemacht hast. Oh, Big Friend. Oh, jetzt muss irgendeiner bitte einen Tank nehmen. Bitte, bitte, bitte. Dann könnte ich Edgar hypen, Mortis. Ich könnte Edgar hypen. Ja. Oh mein Gott, ich bin Edgar Hyper Charge, die ist over. Ich nehme einfach Edgar. Er hat mir Edgar Hyper Charge weggepickt. Oh. Okay, mein Mate ist schon mal ein Bot, aber. Ich hoffe, ich schaffe das trotzdem hier. Ja, ich hatte Edgar Hypercharge sogar schon. Ach, ich hätte ihn einfach auswählen sollen. Egal, ist jetzt auch nicht verkehrt, dass er ihn hat, aber ich damit komplett rasieren können. Aber vielleicht wird er auch komplett rasieren. Ja, guck mal, und hat Frank genommen. Das heißt, einer hat auch so richtig für ihn. Ja, 13.000 gegen deinen, das ist auch. Also eigentlich können wir das niemals verlieren. Das ist absolut unmöglich, den wir noch in der Business. Ja, das ist halt jetzt. Ja, schon sehr gut. Das ist jetzt ultra krass. Das war ein relativ schnelles Game hier. Ja, bei mir ist es eigentlich auch gut. Ich weiß nicht, warum der Frank bleibt einfach hinten und greift nicht mit an. Das finde ich auch wieder sehr entspannt. Ja. Guck mal, er bleibt einfach hinten stehen. Sind alle tot, ne? Der bleibt hinten bei unserem Tresorker stehen, oh, versteckt sich. Mann, wieso muss denn jedes Mal, ich check's wirklich nicht, dass jedes Mal Hotzone bei mir kommt, ey. Gib doch einfach Brawl Ball und Gun. Jetzt ist halt krass. Guck mal, ich habe 10.000 Leben als Dynamite jetzt hier, ne? Ja, ja. Aber meine Mates machen irgendwie gerade nicht so viel, oder? So. Junge, was mache ich? Kann ich nicht treffen? Bro, die haben 8-Bit und Dynamite genommen. Ah, die dieses Start mit durch die Wand schießen. Okay, auch interessant. Ja, das haben wir jetzt. Jetzt kann ich gleich nochmal Hypercharge drücken. Brauche ich, glaube ich, nicht mehr. Kann ich hier Ulti Hypercharge. Ja, okay, also Dynamite war auch schon sehr satisfying. Aber der Frank war halt echt die ganze Runde noch hinten gestanden, ne? 0-1. Ach du Scheiße. Okay, also ich glaube, 1000 schaffe ich noch insgesamt. 10 Minuten. Ja, schaffe ich. Ja, Mann, okay. Ich muss den zweiten Rank-Startup kriegen. Hast du jetzt gerade gewonnen? Davon? Ja, habe ich. Oh, er ist sehr, sehr knapp zwischen uns. Ich habe noch keinen einzigen Brawl-Ball gehabt, heute leider. Das ist schade. Ja, ich nur einmal. Ich habe die Maps schon so oft jetzt heute gehabt. Mann, ich kann die echt nicht rechnen, ist was anderes, oder? Ich nehme jetzt einfach mal Fang. Let's go. Fang mit Stun und das wird schon passen. Oh. Oh, der Edgar, der tut weh, ne? Oh. Ja, ja. Der jumpt hier richtig los, aber... Was hast du für einen Brawler nochmal gesehen? Lu habe ich. Ah, Lu ist eigentlich auch sehr gut, okay. Mal schauen. Eigentlich schon, ne? Boah, das ist so gut für mich, die Kombi. Wobei Edgar kann natürlich... Das ist ja nicht viel schwerer für mich. Let's go. Ich will natürlich eigentlich nicht so offensiv gehen, wollte ich gerade sagen. Oh, jetzt habe ich gleich die Legs. Der ist eigentlich easy. Also wenn der reinjumpen sollte, habe ich ihn ja auch ziemlich einfach. Das ist eigentlich sehr gut für mich. Also einen Schuss für die Ulti, bitte.
Ja, diese Ulti, die tut halt schon echt gut Control machen hier. Ja, Fang war ein sehr guter Pick. Die nächste Ulti. Ja, Lu ist halt sehr stark für Hotz. Oh mein Gott, das ist knapp bei dir. Ja, ja, ist richtig knapp. Ich muss eigentlich auch konzentrieren, aber ich habe die Runde eigentlich gewonnen damit jetzt. Voll drauf drücken, den Stun richtig. Ja, das ist halt jetzt cool, wirklich. Jetzt in eine Shelly reinzurennen, war jetzt nicht so die Idee von meinem Mate. Let's go, der gibt sogar auf. Nice! Aber das war ein wichtiger, schneller Sieg. Das war ein sehr wichtiger, schneller Sieg. 5-0. Bro, das gibt's doch nicht! Die Sonne, Bro! Der ist offline! Der 8-Bit! Das ist schlecht. Oh, Mann. Das ist natürlich echt dumm gelaufen, ne? Aber du kriegst nur minus 11. Ja, du kannst es noch schaffen, komm, ist noch Zeit. Schau mal. Ja! Frag and Pew. Wer sagt, dass Colette nicht gut war, der Pick? Ja gut, wenn der Gegner natürlich sowas pickt, dann natürlich nicht, Mann. Ich hab dir einfach gut predicted, die Gegner. Ich will echt nichts sagen, aber meine Mates sind... Lol, die gehen alle drei durch die Mitte, okay. Dein Mate war einfach AFK, chillig. Dann reinlaufen. Ja, der wohl okay, er ist nicht mehr AFK, wir haben jetzt die Kontrolle. Was wert auf jeden Fall. Der Flaschenschaden hätte doch beide schön getroffen. Lol, hat der mich denn bekommen? Nicht das easy Stun, aber so cool. Ja, ich sag dir ehrlich, Colette war beste Wahl. Ja, natürlich jetzt sowieso gegen zwei Tanks, hä? Aber, ja, hast natürlich gewusst, dass dass von der Tanks gepickt werden. Von ja, das wusste ich, deswegen. Schöner Hit für die schön. Ja, ich kenne lieber so. Vielleicht ein bisschen die Ult Racer, egal. Das ist hier schön dodgen. Jawoll, unser Junge, der Daryl. Kriegt hier einfach noch mal stark. Ja, jetzt kann ich halt immer wieder schön hier drauf auf den Bass zum Beispiel auch. Wenn er jetzt reingehen sollte, kann ich ihn aber genau so rausnehmen. Ja, okay, das ist es schon. Ich sag ehrlich, das war schon ein sehr gutes Team. Ey, das Problem ist, die rushen die ganze Zeit und meine Mates machen absolut gar nichts. Also wirklich nicht. Das ist schlecht. Nee, bei mir läuft es gerade sehr, sehr gut. Ich habe jetzt auch einen Vorsprung guten. Oh. Ja, easy. So. Ja, wenn man es gut carried, gewinnt man das. Wenn man es gut carried, gewinnt man das. Ja, das stimmt. Habe ich in zwei Runden nicht so gut. Oh, ein Game für Bronze, Rank 2. Ich glaube, Stufe 3 wird schwierig. Oh. Schönes hier Gadget. Sehr schön, Lukas, genau so. Aber du hast einen Hypercharge nicht, hast du das natürlich auch mal entscheidend. Genau, Hypercharge habe ich nicht, aber ich glaube, also den Win haben wir schon, aber es ist nur eine Frage der Zeit, weil die ganze Zeit immer neu spawnen und neu reinrennen. Ja. Ich habe jetzt wieder Tresor, hoffentlich dodgt der nur nicht. Ja, okay, perfekt. Ja, Junge, ich sag einfach noch, Colette ist nicht der, aber er war schon ein ordentlicher Pick, ne? Colette kann man schon picken. Ja. Und dann kommen die mit drei Tanks, ich sag auch so, ja, wenn du gegen Cold und Brock spielst, man. Das war entspannt. Ja, jetzt ist eigentlich... Let's go Brawl Ball, danke ey. Wichtig. So ein Frank, Jesse. Aber eigentlich ist Edgar auf der Map wirklich okay. Also wirklich gut. Ich meine, die Wände sind ja überall da. Ich müsste am besten halt irgendwie schon mal... Also auf Ernst eigentlich. Gut, das geht nicht ernst. Ja. Vielleicht gehe ich einfach rein mit Jetlings, oder? Ich mach mich aber so. Ey, Tresorraub. Okay. Die Map hatte ich noch gar nicht, die du halt gerade spielst. Ich hab noch kein einziges Mal Brawl Ball, das triggert mich. Ich will die erstmal wieder. Ist Brawl Ball auch so dein Lieblingsmodus? Ja, ist halt interessant, dass du auch für die Zuschauer vor allem. Ey! Musst du mal jumpen. Ja, war jetzt vielleicht ein bisschen lost. Ist ja noch die Jets. Ich habe halt Hypercharge. Ich muss eigentlich kurz abwarten eigentlich, weil ich kann aber respawnen. Jetzt ist eigentlich free, jetzt kann ich eigentlich beide schön killen, Flächen schaden normalerweise. Wenn es gut läuft? Ja, genau so. Oh, Mann. Ich weiß nicht, ich glaube Crow war doch nicht so ein guter Pick hier. Nee, ja, Crow und Robert ist echt nicht so eigentlich. Ja, wegen den Büschen, ich wusste nicht, was ich nehmen soll. Nice. Weiß ich, irgendwas Tankigeres normalerweise auf der Höhe, ne? Ja, ich hab keinen Tank, glaube ich. Ach so, los. Okay, ich hab den Ranked Startup. Oh mein Gott, no way. Was? Ich hab den erst beim Fastball, ich hab den Legendary, hab ich ihn bekommen auf meinem Main-Account. Jürgen, ich hab so viel spielen müssen, als ob ich in das Team Mike bekomme, wie geil. Geil. Okay, direkt wieder rein. Ey, das ist ja übel nice. Oh, das tut weh. Das tut weh. Na, es ist noch Zeit. Also wenn ich jetzt verliere und du gewinnst, geht's schnell. Okay, Knockout. Was nehme ich jetzt? Oh, ich nehme... Junge, die App habe ich jetzt schon zum dritten Mal heute, ne? Oder zum vierten Mal. Ich habe echt keinen Bock mehr auf die Mädchen gesagt, wieder. Okay. Oh. Aber es ist schon machbar. Genau, dann müssen wir diese Hoffnung auf deine Mates natürlich, dass sie halt sowas nicht machen. Genau. Das ist ja immer das Problem. Ja, du kannst als Crow halt immer nur ein bisschen chippen, ist halt das Ding, ne? Und allein reingehen kannst du halt auch nicht. Richtig, ja.
Bro, ey, also der Daryl muss halt einfach ein bisschen mehr machen bei uns. Ah, der Daryl ist schuld, sagst du? Ne, ich glaube sogar Miko ist das Problem. Beide sind. Oh, Junge, Miko auch ein Bilderpick für Brawler, sag ich ehrlich, ne? Ja, ja. Was machen die Gegner, wollte ich sagen? Was machen die da? Einfach mal zack. Ja, nice. Also Fang ist halt wirklich, die checken dann auch gar nicht, wie sie gegen den Brawler spielen müssen auf der Höhe. Das Junge, noch 26 Sekunden. Nice. Er hat noch seine Ult draufgehauen, Junge. Okay, jetzt sehr gut. Jetzt direkt die Ulti. Das sind auch die letzten Minuten jetzt hier schon im Battle. Oh, ja. Stun. Gerade noch. Bro, fast hätte ich es noch geschossen. Ey, oh, ich hab den nächsten los, Digga. Das ist unfassbar. Ja, und ich hab grad auch ein bisschen reingekackt, sag ich ehrlich. Der Bass ist irgendwie auch AFK. Oh. Bro. Oh mein Gott, ey. Also, dass ich kein einziges Mal Brawler kriege. Das ist wirklich unnötig. Jetzt habe ich Speed geärgert. Oh, das ist halt schon mal. Das ist echt sehr gut. Imagine, du hast noch schnell 2 Wins oder so und dann. Ja, nach 10 Sekunden Tor ist nicht schlecht. Boah, das ist echt krass. Wenn du jetzt schnell gewinnst, kannst du mich sogar noch 2 Runden starten, ne? Dann hast du mich auf jeden. Ich muss mich eh konzentrieren, wenn ich verliere, kriege ich auf Minus. Oh nein, oh nein. Jetzt sind die zum Leben erwacht in der. Oh, Junge, nein. Nach dem Respawn. Oh mein Gott, nein. Die haben komplett die Kontrolle. Ich weiß nicht, was ich machen will. Nice. Oh. Was? Ach, Digga, nice. Ey. RIP, Mann. Das ist echt ultra schlecht. Das ist ultra schlecht gerade. Nice. Die muss sterben. Ich brauch vor allem meine Ulti. Sehr gut, ich hab meine Ulti. Die Ems muss ich kriegen. Let's go, Digga. Ganz wichtig. Sehr, sehr wichtiges Ding. Oh, ich hab meinen Big Form behalten. Sehr gut. Nee, das hab ich. Das wird echt knapp. Ich weiß jetzt nicht, wer drauf ankommt, wer am Ende heute mal gewinnt und verliert. Ne? Ja. Oh, Digga, Hotzone ist aber gar nicht geil. Also ich werde auf jeden Fall keine neue Runde mehr schaffen. Das ist die letzte Runde für uns beide. Ich glaube, ich bin knapp vorne, wenn ich jetzt gewinne. Wenn ich jetzt gewinne, habe ich es auf jeden Fall, glaube ich. Ich habe mich vorhin so schlecht gespielt, ich muss immer Piper. Ich bleibe aber wirklich Stoß auf Sinn. Nein, Digga, ich hätte schnell Ulti drücken müssen. Ich probiere es. Wenn ich jetzt natürlich Tanks abkriege oder Edgar oder so, ist natürlich still. 40 Sekunden. Tanks, ich hab's ja gesagt. Duck-Dings, Shelly, Junge, ich hätte das, weil andererseits, die kommen ja auch nicht an mich ran. Also eigentlich müsste es, gut, die können reinjumpen. Eigentlich wäre das andere schon besser jetzt gewesen. Oh, nice, mein Frank hat noch mal ein bisschen gecarried, sehr gut. Ja, die kommen halt immer wieder reingejumpt, ich muss halt ein bisschen helfen. Eigentlich kann ich denen schon ganz gute Hits mitgeben die ganze Zeit, sehr schön, das ist der Kill schon mal. Ja, die Shelly müssen wir auch erstmal rauskriegen jetzt. Ah, nice, schlechte Ulti auch nicht. Na, gut, tschüss, also, was ist hier? Ja, sehr gut, wir haben auch solide Mates hier, das ist gut. Oh mein Gott, ich kann eventuell 5 Sekunden, ich kann noch ein Game starten, glaube ich. Verarsch mich. Ja! Ja! Doch, Digga, hallo. Wahrscheinlich, Junge. Wahrscheinlich hast du das ja. Ja, okay, hab ausgestellt, perfekt. Ja. Das war geisteskrank knapp, aber sehr nice. Junge, aber meine Mates sind anders gut, die Runde. Das ist echt geil, Mann. Ja. Die wissen auch, was sie machen. Das ist voll gut. Okay, Jonas. Vielleicht klappt's ja nochmal. Mal gucken. Oh, aber ich hab tatsächlich. Die Lola hat schon 10 Gems. Ich hätte vielleicht einen 10 Gem hier lassen sollen. Ja, nein, gerade schafft die schon. Ich hab tatsächlich nur ein Problem ein bisschen mit der Kombi. Oh, geil. Warum verlierst du das? Mhm. Ich ehrlich, ich glaube, wenn du jetzt gewinnst, könnte es sein, dass du es geschafft hast. Irgendwo wegen einer Sekunde, dann bin ich sauer. Okay. Wir lassen mal das Menü bei mir so. Oh, ja, Edgar natürlich. Ich muss das holen, Edgar ist ja eigentlich hart. Schwierig. Ja, Shelly natürlich auch ekliges Matchup für dich, ne? Shelly Daryl. Ja, Shelly Daryl ist ein bisschen kacke. Ja. Nice, gut. Ja, ich werde erstmal die Zone halten. Und die schaffen das sogar. Nee, das ist normalerweise. Haben jetzt auch ein Turret von Jesse. Ja, das ist eh gut. Boah, jetzt habt ihr halt beide Zonen auch noch. Das ist schon sehr geil. Hypertouch hast du auch noch aufgeladen. Boah, ihr holt das so schnell Prozente. Das ist crazy. Jetzt musst du in die andere Zone. Ja, easy. Ah, okay. Das ist einfach die Frage, wer höher war. Ich hatte nicht mal Starspieler. Gut, die Lola war krass. Oh, nice. Ja, letzten Prozente. Okay, ich gehe schon mal rein. Ich bin 1213.
Okay, 1213. Ja, du hast viel, viel mehr als ich. Lol. Ja, guck, ich bin jetzt erst Bronze 3. Okay, dann erstmal noch ein Rank Startup und dann gehen wir eine Runde Meister auf dem Main Account, hat mir gesagt. 100. Bling. Hat geballert. Nochmal zum Abschluss, natürlich eine Runde Meister. Das war ein langer Grind. Ich wurde echt gecarried, ne? Meinst du, wir schaffen das? Wir schaffen das. Komm. Ah, ja, komm. Schaffen wir. Okay, Leute, ich muss es solo reingehen, weil leider können wir nicht zusammen spielen, weil Lukas zu low ist. Für mich. Ja. Der Rangunterschied ist zu groß, stand da. Ich hab noch nicht so viel reingesweatet, ey. Nicht Juwelenjagd, Junge. Nicht Juwelenjagd. Ja. Oh mein Gott, okay. Shooting Star. Also, Lukas muss zweimal gewinnen, weil ich habe ja auch Best of 3. Ah, Junge, ich, allein die Pick- und Bann-Phase bin ich doch schon rauch. So, Junge, du hast genau in der Sekunde deine Runde schon gewonnen. Ja, let's go. Ey. Okay, lass drei Runden ausmachen, oder? Das ist unfair. Lass drei ausmachen. Ich habe nicht mal eine begonnen. Junge, ich bin direkt reingelaufen, gestorben. Ich bin auch. Ist eigentlich in die Bahn so ein bisschen reingelaufen? Das ist ganz okay. Das ist echt okay. Hab ihn. Ja, da bin ich fast gut. Ist okay, ja, sind beide low. Die Bonnie, ja. Ja, ist die Jump so gut. Doch, er hat die einfach bekommen, ist okay. Ja, ist gar nicht mal so schlecht. Jetzt nimmt man das Gadget vielleicht hier hin sogar. Ich gehe jetzt unsichtbar. Warte. Nice. Und mir das nächste so Game hier. Trockener. Ist okay, ist okay. Ist mehr als okay. Läuft in die Bahn rein. Oh mein Gott. Läuft auch in die Bahn rein. Ah, Nico Jam Carry halt eklig auf der Map, sag ich ehrlich. Es ist okay, wir haben 4 zu 5 Gems. Ist okay, ist okay. Ich sag's mal wieder. Wir haben jetzt auch voll die Kontrolle gerade. Wie los, wenn ich. Oh, das geht eigentlich. Ich bin jetzt unsicher, ich muss das halt healen. Das sieht mich jetzt natürlich nicht. Ja, aber klar, das ist das mal. Die ist gestorben an der Bahn, die ist gestorben an der Bahn. Nee, gut. Was ist denn jetzt los? Bei mir geht auf jeden Fall nicht so viel ab, Jonas. Da geht es auf mich, weil ich Gem-Carry bin natürlich. Ich bin gestunt mit Hypercharge. Ist okay. Oh, Junge, die Runden. Ich sag ehrlich, mein 8-Bit geht sogar echt klar, muss man sagen. Was machen die? Die müssen die killen. Gems haben. Wenn die Gems bekommen, abhauen kann, ist Katastrophe. Wir haben. Oh mein Gott, die Bonnie hat den Kill gemacht. Du musst jetzt aufpassen, der darf jetzt auf gar keinen Fall eine Hypercharge zu nehmen. Und nice, come down. Ich glaube, wir haben es sogar eventuell. Ist okay, ich will es mal nicht mehr. Habe ich gesehen. Ist okay. Der kann auf mich gehen, das ist okay. Solange die Emma überlebt, ist gut. Kann ich nichts sagen, also mir ist echt. What? Digga, wie kann man denn da noch sterben? Oh mein Gott, das ist doch nicht normal, Junge. Ich habe noch gesagt, der 8-Bit ist okay. Sehr, sehr gute Mates. Die sind zwar erst gestorben, aber ich bin ja auch gestorben. Ich muss nur ein bisschen besser noch selber reinkommen. Also das müssen wir holen. Als ob ich schneller zwei Siege in zwei Runden, also zwei Sätze in Meister gewinne als du in Bronze, hä? Die schießen auf mich. Sind die sauer auf mich? War ich so schlecht? Ich bin jetzt ein bisschen auf Nico gefokust gewesen, ne? Boah, das war sehr lost von ihm. Das war sehr, sehr lost von ihm. Den können wir easy killen jetzt. Ja, das soll er machen. Der soll hier ein bisschen rumärgern. Am Ende ist das okay. Jetzt haben wir es aber. Na gut, let's go. Also soll ich noch ein drittes Game machen? Hab die Piper, oh mein Gott. Ja, kannst du machen. Ich bin das Jump. Okay, let's go. Ich heal einfach gegen. Ist okay. Oh nein, hat die Jumps bekommen. Die müsst ihr kriegen. Das gibt's nicht. Nein. Und er ist weggejumpt. Nein. Ich hab den Jump Carry von dem gekillt davor. So. Ja, das war's best. Ey, das war so schade, Mann. Das hätte ich haben müssen. Ja, keine Chance. Miko zu. Wenn Nico einmal die Gems hat, das hätte nicht passieren dürfen. Okay, letzte Runde, komm. Jetzt echt auf Miko mehr aufpassen. Ich habe uns eins auf jeden Fall gesehen. Oh, nice. Ist er lost von hier? Ist das okay jetzt für uns? Mann, ich lasse mich so von Miko hops nehmen. Das kann nicht sein. Ist das ein Konter gegen mich? Ich glaube, das ist eh relativ gut gegen mich, leider. Das war stark von der Bombe, muss ich ja lassen. Ich bin gespannt, wie die Sets am Ende sind. Meine Sets waren definitiv auch nicht gut. Ja. Ich glaube, Miko kontert mich auch, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Mal schauen, wie die Stats waren. Hoffentlich wird es nicht komplett peinlich. Ach du Scheiße. Ja, okay, die Bonnie war auf jeden Fall nicht schuld, sondern ich und die Emma standen 6 zu 28, Mann. Ach du Scheiße, war das schlecht. Ich bin immer noch Meister. Richtig. Muss ich besser spielen, auf jeden Fall. Naja, Leute. Wie immer, haut rein, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Denkt immer gerne natürlich an Creator Code Jonas im Shop und
Ciao. Ciao.